Ja, grüß euch, da ist wieder die Natalie von Seelenheil. Heute wieder mit einem neuen Symbol aus der Reihe der Anna D. Und zwar aus dem Kapitel der Selbstliebe. Wir haben ja jetzt schon zwei Symbole wieder kennengelernt, zwei wundervolle Symbole. Und heute kommt ein ganz besonderes. Ja. Dieses Symbol ist für mich sehr wertvoll, weil es darum geht, seine eigene Selbstliebe, aber jetzt nicht nur die Selbstliebe, sondern auch das tiefer liegende anzunehmen und lieben zu lernen. Dieses Symbol nennt sich Lamuria und steht dafür, dass du dich mit deinem eigenen Herzen wieder verbindest, dass du deine Selbstliebe, deine Liebesenergie nach innen richtest, zu dir selbst, dass du auch deine Schatten, ja, Dinge, mit denen du jetzt nicht so eins bist aus deiner Vergangenheit oder deine Charakterzüge oder was auch immer, dass du die lieben lernst, dass du die umarmen lernst, ja, dass du die einfach annimmst für dich und nicht wegschiebst, weil alles, was du wegschiebst, geht eh nicht weg, ja, weil das hängt irgendwo fest. Das muss man sowieso wieder einmal ansehen, annehmen, dass es gehen kann. Und darum ist dieses Symbol ja auch da, dass du durch dieses Symbol diese Schattenseiten leichter annehmen kannst. Dieses Symbol steht einfach dafür, wieder in Fülle mit sich selbst sein. Das Mysterium der Liebe beginnt nicht damit, dass wir von jemandem geliebt werden, sondern damit, dass wir uns selbst lieben. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir uns so lieben und so akzeptieren, wie wir sind, sondern darum, dass wir Schichten tiefer gehen, dass wir in die Tiefe einsteigen, dahin, wo wir unsere Schattenseiten verbannt haben und dort auch unsere Schattenseiten annehmen. Denn genau diese Schattenseiten erweisen sich als Quell unserer wahren Kraft. So wie es heißt, nur aus Fehlern lernt man. Und durch diese Schattenseiten haben wir die Quelle der Kraft erkannt. Es gibt nichts im Leben, wofür du dich schämen musst. Oder es gibt auch nichts im Leben, was nicht sein darf. Ja? Es hat alles seinen Sinn und alles, was du machst, was du erlebt hast, ja, ist für irgendwas gut, ist für irgendwas da, ist für irgendjemanden, jemandes Weiterentwicklung gut. Ja? Auch wenn du jetzt persönlich das nicht weißt oder erkennst, aber es darf alles sein. Ja? Mit diesem Symbol, du wirst es gleich sehen, in diesem Symbol ist ein Kreis. Dieser Kreis zeigt den Tunnel an, der zu deinem Herzen führt. Der Tunnel, durch den du in die Tiefe steigen kannst. Und dort in der Tiefe werden unsere verdrängten Kräfte mit Liebe durchströmt. Emotionale Wunden, besonders Verletzungen in der Liebe, können wieder heilen und du gelangst wieder zu dieser Fülle an Liebeskraft, die du in dir selbst trägst. Und du wirst staunen, wie viel Schönes du in dir findest, wie viele berührende Sachen du in dir findest, was denn du wirst erfahren, dass du selber vollkommen in Ordnung bist, ja, dass du genau so richtig bist, wie du bist. Das löst dieses Symbol aus. Gut, meine Lieben, dann werden wir dieses Symbol gemeinsam malen. So, du brauchst wieder zwei Stifte. Solange wir in unserer Selbstliebe-Reihe sind, dürfen wir mit beiden Händen arbeiten, da es ja immer oder meist um Herzen geht, ja.
Dieses Mal beginnen wir auch mit dem Herz. Das sind die ersten Linien rechts und links. Ja. Ein Herz malen. Ja. Naja, es wird ja immer besser, ne? Genau, und das ist auch, sollte man auch mit rechts und links wirklich malen. So wurde es ja auch weitergegeben. Die erste Linie und das auch. Die erste Linie mit der rechten und mit der linken Hand. Und durch das, dass wir das jetzt gemalt haben, haben wir jetzt schon mal die Liebeskraft aktiviert. Ja. Die zweite Linie ist ein Kreis, der dich zu dir selbst führt und der dein Inneres lichtvoll durchflutet. Und das habe ich vorher schon erwähnt, das ist der Tunnel. So, jetzt muss ich nur versuchen, einen schönen Kreis hinzubekommen. Es ist ja dann nicht so schlimm, aber ich will ja nur, dass für die Community hier annehmbar aussieht, ne? Der Kreis berührt auch die Enden. Genau. Und das ist eben das Zweite. Und das war es auch schon. Ja, das ist das Symbol Lamuria. Und dieses Symbol ist ganz ein wertvolles, wichtiges Symbol für dich selbst. So, meine Lieben, das Frequenzbild von Lamuria möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Diese Frequenzen auf dem Bild zeigen die Begegnung mit dem Du an, bei der es zuerst um die Begegnung mit sich selbst geht, mit allen Facetten, die wir selber sind. Und dadurch wird dann auch die Begegnung mit den anderen erfüllend sein. Weiters, die Entfaltung bringt die Liebeskraft in uns zum Erblühen. Und die befreite Liebe, das ist der Weg, auf den uns dieses Symbol dann im Endeffekt bringt. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch viel, viel Erfolg beim Nachmachen. Wendet es an und kommt wieder zu euch auf euren Weg in eure Liebe, zu eurem Herzen. Ja, räumt die Steine weg, die auf dem Weg zu eurem Herzen liegen. Es ist ganz, ganz wichtig. Und ich persönlich, das ist jetzt bitte auch nur meine Meinung, gehe ja auch davon aus oder bin ja davon überzeugt, dass das Sinn auch von unserem Dasein ist, dass wir wieder zu uns zurückfinden und uns auch so nehmen und annehmen und lieben, wie wir sind. Denn jeder ist ja einzigartig und jeder ist einfach anders. Und das darf auch so sein. Ja, meine Lieben, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt in Bezug Hilfe zur Selbsthilfe und mit informiert bleiben wollt mit solchen Alternativmethoden, Helferlines, Tipps und Tricks, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Lasst mir vielleicht auch ein Like da und kommentiert. Lasst mich wissen, ob ihr das angewendet habt, wie es euch dabei geht oder ergangen ist. Es hilft dann auch anderen, die sich noch unsicher sind oder die sich noch nicht getraut haben, damit zu arbeiten. Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bis demnächst. Tschüss.